Den habe ich dann schon wieder. Also manchmal funktioniert das mit der Auswahl. Kann sie den ja selbstständig einsetzen. Boah, die ganze Äpfel hier, ey. Eins, zwei, drei, vier. Ach, jetzt hätte ich aus dem David ausgewählt. Na egal. Ich hab meinen über. Na gut, ich zieh den. Die Goblins ernähren sich scheinbar sehr gesund. Oder einen Stärketrank, gleich ja damit. Und da ist ein Dinosaurier im Gestein. Hier ist wohl mal ein Dinosaurier gestorben. Long, long ago. So, dort geht's nicht weiter. Ah, da geht's weiter, sicher. David hat gerade schon ein Schild in der Hand. Ach, weil ich auf auf Feuerkugel gewechselt hatte. Diese Gegend ist wunderschön und so ruhig. Sagt, lebt irgendjemand in dieser Mühle? Jahrzehntelang wohnte hier ein berühmter Maler namens Ruben. Als Kind war ich oft hier, um ihm beim Malen zuzusehen. Ich kenne Ruben und seine Werke. Aber ihr sagtet, er lebte hier? Ja, er ist verschwunden. Niemand hat ihn in der letzten Gezeitenperiode gesehen oder gesprochen. Vielleicht ist er irgendwo anders hingegangen, um zu malen. Vielleicht. Schade. Okay, da kommen wir auch nicht rein. Da brauchen wir den Kupferschlüssel für. Oh Gott, das heißt wieder sich merken, Kupferschlüssel. Ah, okay, Rubens Haus ist hier auch aufgezeichnet jetzt auf der Karte. Sehr schön. Ah, okay, da ist der Feuerbaum. Da, wo wir das Amulett brauchen. Okay, also die wichtigen Orte sind so gesehen auf der Karte, dass man da jederzeit hinspringen kann. Ja, das war's. Mehr können wir hier nicht machen. Das heißt, es geht jetzt. Komm, ich muss kurz wegen meines Essens gucken. Ich werde noch ein bisschen was kaufen. Ich habe zwar eine ganze Menge Äpfel, aber das reicht mir nicht. Ich möchte ein paar... ja, nur ein paar Möhren. Vielleicht ein kleines bisschen Brot. Schon so schnell wieder zurück? Vielleicht sollte ich meine Preise... Verzeihung, meine Ware... Wo kommt der denn her? Boah, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, ey. Ich nehme an, ihr seid zurück. Ach, halt den Sabbeljunge. Genau. Ein paar Möhren. So. Lasst mich euch... Ist gut, Junge. Interessiert mich nicht, was du zu erzählen kannst. Ich glaube, ich werde ihr erstmal wieder die Schleuder in die Hand drücken. So. So, und jetzt nach Wayne. So, und jetzt muss ich hier nur noch das Tor finden. Vielleicht meine letzte Speicher war, glaube ich, hinter dem... Das war hier. Kann das sogar sein? Der letzte Speicher war hinter dem Feuermonster. Ich glaube, das war hier. Ja, da. Sehr schön. Dann durch da. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich jetzt richtig in die Stadt. Piraten? Okay. Na, das sind aber mehrere. Ich klopfe jetzt einfach mal so auf den ein, weil ich sehe den gar nicht. So, sehr schön. Oh. Eins
Damit kann ich gleich immer noch erstmal die Treppe verteidigen. Na komm schon, schlag zu. Ah toll, der rutscht spannend. Mit dem Spiel der Stichattacke einmal durch die Gegner durch. Das ist ja schon wieder witzlos. Na, was ist er denn? Na, verdammt. Mehrfach daneben geschlagen. Verdammt. Bei solchen Szenen ist es schon wieder schwierig einzuschätzen, wo steht der Gegner, wo bin ich überhaupt. Okay, hier oben geht es lang, da unten geht es lang. Ich guck mal kurz hier oben. Okay, hier geht's auch weiter. Okay, war vielleicht deswegen abgeschlossen, weil hier lauter Piraten unterwegs sind. Und ihr seid auf jeden Fall keine Herausforderung. So, sie kriegt den Apfel. Willst du wohl den Apfel aufsammeln? Okay, gibt nur eine Richtung. Oh. Wollen wir nochmal dem Burger helfen? Lasst ja wohl meine Bogenschütze in Ruhe. Oder, naja. Meine Schleuderschütze. Ich könnte dir ein paar Wurfmesser geben. Mal gucken, ob sie das funktioniert. Okay. Und dann gibt es immer nur einen Weg vorwärts. Ich habe nur das eine Schild. Bisschen ärgerlich. Was wollt ihr? Die, die ihr nur zu dritt seid. Meine Güte. Alter, die wirft mit den Wurfdolchen um sich. Wo ist Licht da denn? Hackebeil. Geil. Ich wüsste immer noch gern, wie man die einsetzt. Linke Maustaste gedrückt halten. Oh, okay, der ist auf jeden Fall geil. Die hat sie schon. Okay, also Steuerung wie immer und dann linke Maustaste einfach gedrückt halten. Boah, das ist echt gut zu wissen. Geht nur den einen Weg, ne? Ja. Boah, dann kann ich auch endlich jetzt meine Spezialattacken anwenden. Wie bin ich denn jetzt gelandet? Boah, ich hasse es, wenn ich mich entscheiden muss. Es wird so unübersichtlich. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Böses Wuffi. Aus! Hui! Lass das. Wo will der denn hin? Ah, sehr schön. Okay, ein Speicherpunkt. Erzählt mir von euren Taten, Abenteurer, damit ich in meinem Buch der Legenden davon berichten kann. Bin ich mal gespannt, was uns da gleich erwartet. Ersetzen, yep. So, mal gucken, was uns jetzt hier hinten erwartet. Ich würde mich ja nicht wundern, wenn das irgendein Banditenboss wird oder so. Die Taverne. Irgendwas mit einer Taverne war doch. Fremde sind herzlich willkommen. Wenn ihr eingelassen werden wollt, dann müsst ihr kämpfen. Ernsthaft?
Super Ingo. Das war ja wohl nix. Was das wert? Feuerschwert. Nice. Ich guck grad mal, mit wem man hier so reden kann. Spuren kann man hier nicht. Da ist ein älterer Mann. Komm sehr, mein Freund. Sicher gibt dir einem genialen Zauberer einen kleinen Tropfen aus, oder? Tut mir leid, ich habe gerade kein Kleingeld übrig. Ich sag euch was. Ich verkaufe euch mein Feuerschwert. Es ist der letzte wertvolle Besitz, den ich habe. Und für ganz, ganz wenig Geld gehört's euch. Wie wenig? Für euch nur 200 Goldstücke. Ihr macht wohl Witze. Schon gut, also 100 Goldstücke. Aber das ist mein letztes Wort. Einverstanden? Randalf, ne? Randalf der Graue. 100 Gold habe ich, glaube ich, dieses über. Hier ist besser verarbeitet. Ihr wollt doch wohl nicht behaupten, dass ich einen so großzügigen Ehrenmann wie euch übers Ohr hauen würde, hm? Eure Verdächtigungen verletzen mich zutiefst. Ich finde, ihr solltet euch mit einem kleinen Schluck bei mir schuldigen. Und ich finde, wir sollten gehen. Ganz wie ihr meint. Geil. Eis, Feuer. Das heißt, wenn uns jetzt irgendwas mit Eis entgegenkommt, dann haben wir wenigstens mal das richtige Schwert. Obwohl, bei Eis hätte ich auch zum Glück. Die Baumviecher. Die kriegen jetzt das Feuerschwert, aber so richtig hinten reingeschoben. Seid ihr gekommen, um einen alten Mann zu unterhalten? Ich habe nicht oft die Möglichkeit, mich zu unterhalten. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Albert. Tut mir leid, aber... Oh, schon gut. Ihr seid wahrscheinlich zu beschäftigt, um einem alten Narren zuzuhören. Wer über sein Leben plappert. Nein, nein, natürlich nicht. Ich hatte ein gutes Leben. Und ich wette, ich könnte euch ein oder zwei Dinge erzählen. Davon bin ich überzeugt. 30 Goldstücke. Wie bitte? Gebt mir 30 Goldstücke und ich gebe euch eine interessante Information. Vertraut mir, das ist ein guter Preis für das, was ich euch erzählen kann. Na, wie sieht's aus? Oh, ich bin... Ja, doch, ich glaube, ich mach's. Voraussetzt doch, das Geld müsste ich haben. Ich hatte, glaube ich, irgendwas mit 200. Ich bin gerade überlegen. Müsste ich eigentlich noch haben. Also, wenn er uns irgendwas Geiles erzählt... In Ordnung, aber... Hört mir gut zu, ich hasse es, mich wiederholen zu müssen. Also, Lower Rain ist voller Abschaum, der einen kranken Mann lieber allein sterben lässt, als einem Fremden die Stadttore zu öffnen. Ich habe 30 Goldstücke bezahlt, um das zu erfahren? Ja, wenn ihr euren Mund nicht haltet, während ich rede. Ich war noch nicht fertig. Entschuldigung, sprecht weiter. Ich weiß nicht, ob meine Kräfte ausreichen. Wie bitte? Schon gut, schon gut. Ich weiß, wie ihr durch die Tore gelangt, ohne Fragen beantworten zu müssen. Läutet einfach die Außenglocke dreimal hintereinander. Dann wartet eine Sekunde ab. Läutet danach zweimal. Und wartet wieder. Läutet die Glocke schließlich noch einmal und die Tore werden geöffnet. Und jetzt lasst mich allein. Ihr stehlt mir meine wertvolle Zeit. Okay, ich erinnere mich an eine Glocke. Die haben wir schon gesehen, als wir das erste Mal in Rain waren. Okay, 3, 2, 1 mal. Okay. Hier hinten geht's noch weiter. Ist auch noch einen, mit dem man reden kann. Okay, da kommen wir noch nicht durch. So, dann reden wir noch mal mit dem Großen hier. Entschuldigt bitte. Warum? Was habt ihr verbrochen?
Nichts. Ich wollte nur eure Aufmerksamkeit erregen. Sagt mir, haben alle Winzlinge so schlechte Manieren? Was? Ich habe gefragt, ob alle Winzlinge so schlechte Manieren haben. Das habe ich schon verstanden. Und ich warne euch, euer Spott beleidigt mich. Dann vergibt mir, aber ich dachte, selbst so ein Winzling wie ihr hätte bemerkt, dass ich mich unterhalte. Oder seid ihr so kurzsichtig, wie ihr aufbrausend seid? Nennt mich noch einmal einen Winzling und ich werde... Ihr könnt so viel zetern und drohen, wie ihr wollt. Kehrt mir nicht den Rücken zu. Ihr seid unverfroren und das ist meine Antwort darauf. Damit sind wir wohl quitt, oder? Gut. Hey. Du schmeißt einfach eine Flasche nach mir. Ja, mal ehrlich, er lässt sich jetzt von Frauen zusammenschlagen. Haha, wir Lappen. Kämpft David auch mal selber oder lässt er jetzt die Frauen für sich kämpfen? Hallo? Ich kann hier leider gerade gar nichts machen. Interessantes Duell. Ich danke euch. Keine Ursache. War mir ein Vergnügen. Sagt mir, warum verschwendet ein so talentierter Krieger wie ihr seine Zeit in einer Taverne? Dasselbe könnte ich euch fragen. Es gibt keinen besseren Ort, um an Informationen zu kommen. Informationen? Worüber? Silver. Und alles, was ich für seine Vernichtung als hilfreich erweisen könnte. Das ist ein riskantes Vorhaben. Aber eines, bei dem ich stolz sein würde, dabei zu sein. Wenn ihr mich lasst. Frage ist, was kann der? Er wäre vielleicht sinnvoller als Vivienne? Ich glaube, ich werde Vivienne erstmal zurückschicken. Obwohl ich natürlich Spaß dran habe, zwei Frauen dabei zu haben. aber ich glaube, er ist... Er könnte vielleicht Tank sein. Vielleicht hat er ein Schild dabei. Vivienne geht ins Rebellenlager in Haven und wartet dort, bis wir euch brauchen. Der Duke hat vielleicht Neuigkeiten über Silver. Er drückt das so schön aus, nach dem Motto, geht mal bitte zurück und guckt, ob es Neuigkeiten gibt. Anstatt zu sagen, komm, ich brauch dich gerade nicht. Sehr schön, einen neuen Gefährten. Ich klaue mir mal deine Streitaxe, großer, ne? Geil. So, wen haben wir denn noch? Das ist der Barmann und der Pirat. So, reden wir mal erstmal den Barmann. Also, was wollt ihr? Nur ein paar Informationen. Ich bin Wirt. Vielleicht weiß ich etwas. Vielleicht auch nicht. Also gut. Habt ihr vielleicht in letzter Zeit zufällig irgendetwas über 8 magische Kugeln gehört? Kommt drauf an, wer fragt und warum. Hör zu. Wenn ihr etwas darüber wisst, müsst ihr es mir unbedingt sagen. Oder was? Oder Unschuldige werden sterben. Wollt ihr mir drohen? Hey, wer droht mir? Nein, ihr versteht nicht. Oh, ich verstehe ganz genau. Ihr seid einer von Silvers Leuten. Aber von mir erfahrt ihr nichts. Also könnt ihr genauso gut von ihr verschwinden. Aber wir gehören... Los! Raus hier! Wir gehören noch gar nicht zu Silver, du verdammter Vollpfosten. Ich hol mal den großen Blitz nach hier vorne. Will ich halt erstmal nicht Piraten. Ihr seid mutig. Habt ihr nicht davon gehört? Ich transportiere einen verfluchten Schatz. Verflucht? Naja, der Wirt glaubt, dass diese Golddublone einem längst verstorbenen Piraten gestohlen wurde und verflucht ist. Und wie seid ihr da rangekommen? Durch eine ehrliche Plünderung. Und jetzt scheint es, als ob sie nicht mal dazu taugt, dass ich mir einen Krug Met davon kaufen kann. Ich sag euch was, für 30 Goldstücke gehört sie euch. Na, wie wär's? Das Problem, ich sammle hier jeden Scheiß und ja, ich nehme sie mit. Na dann, viel Glück, aber ich hoffe, ihr werdet es nicht brauchen. Verfluchte Dublone, vielleicht braucht man die für irgendwas, ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach alles mit, was ich kriegen kann. So, jetzt will ich aber nochmal mit dem Wirt reden, Junge. Raus hier, macht mich nicht wütend. Doch. Okay, der
Verdammt, der weiß irgendwas, will aber nicht mehr mit uns reden. Da hinten kommen wir nicht rein. Sonst kann man mit keinem reden. Okay, das Einzige, was wir Neues wissen, ist die Klingel. Oder die Glocke. Oh, der wird die geschickt. Ja, ihr Lappen. Blöd ist, ich kann jetzt keine Stichattacke mehr machen. Ein bisschen schade. Ist halt nur noch links und rechts hier ein. So, lieber Herr Wirt. Da hast du uns ja was auf dem Hals gehetzt. Oh, da liegt noch ein Dolch. Hör gleich wieder raus. Die liegt ja da noch. Ja, da liegt da noch. Sehr schön. Den will ich doch noch mitnehmen. So, jetzt wollen wir dem Wirt doch mal was husten gehen. Dass der einfach so Leute auf uns hetzt. So gut finde ich das nicht. Raus hier! Macht mich nicht wütend! Das ist alles? Verdammte Hacke. Okay, können wir hier nicht mehr machen. Schade. Das heißt, da geht's nicht weiter, das heißt da lang. Ist die Taverne jetzt eigentlich auf der Karte? Taverne, sehr schön. Das ist gut. So, jetzt muss ich wahrscheinlich ein kleines Stück zurückrennen. Genau, da sind wir von oben gekommen, das heißt, wir rennen jetzt geradeaus. Und irgendwie muss ich jetzt die Glocke finden. Die war allerdings vor dem Tor. Oh, die hat auf jeden Fall eine gute Reichweite, die Axt. Glückt doch richtig gut. Ach nee, das ist hier nicht, ne? Nee, kann ich nicht benutzen. Das ist nicht die richtige Glocke. Boah, komm, dem helfen wir. Das ist schön, wie die mal auseinanderfliegen. Jetzt habe ich genug Brot. Da 44 Brot macht und 60, das lohnt nicht bei ihr. Bei David, ja, okay, mit David das jetzt halt so fertig. Hatte ich Brot echt voll? Tatsache. So, von rechts sind wir gekommen. Das heißt, oh, das Messer nehmen wir nur noch mit. Oh, Messer voll, sehr schön. Dort nackt. Käse? Oh, den habe ich wohl gesehen. Ach genau, hier sind wir noch oben weg. Das heißt, wir sind jetzt so gesehen einmal im Kreis gerannt. Was? Was wollt ihr denn, hä? Ihr Lappen. Kommt da noch mehr? Nee, das war's.